Spion Skripal und dessen Tochter verantwortlich und fordern eine Erklärung. Auch wies die britische Premierministerin May jetzt wie angekündigt 23 russische Diplomaten aus. Isabel Bouyan. Nachdem gestern unsere neue Regierung vereidigt wurde, soll es nun ganz schnell an die Arbeit gehen. Dazu gab es heute erstmal ein großes Kommen und Gehen in den Hallen der Bundesministerien. Die alten Amtsinhaber wichen und die neuen zogen ein. Katharina Puche. Mehr als jedes siebte Kind in Deutschland zwischen 3 und 17 Jahren ist zu dick. Das geht aus einer Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hier in Deutschland hervor. Alarmierend, fast 5. Gleich an seinem ersten Arbeitstag hatte der neue Gesundheitsminister einen schwierigen Auftritt. Jens Spahn musste auf dem Deutschen Pflegetag darstellen, wie er dem aktuellen Pflegenotstand begegnen will. Ein dringendes Thema, denn längst haben Betroffene Alarm geschlagen. Sebastian Planthold. 3 Jahre nach der Entführung hat die Polizei den mutmaßlichen Erpresser des Milliardärssohns Markus Wirth gefasst. Die Ermittler nahmen den Serben in seiner Wohnung in Offenbach fest. Der Mitschnitt der Lösegeldforderung führte sie auf die Spur des Mannes. Albe Alas. Und das war's von uns. Weiter geht's mit dem Wetter und morgen sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.